Jetzt ist ungefähr der Zeitpunkt, um die Kartoffeln hier im Kartoffelturm zu ernten. Wie ihr hier sehen könnt, sind schon sehr viele Blätter welk oder auch stark angefressen von den Schnecken. Und da dachte ich mir einfach mal spontan, ernte ich den Kartoffelturm. Und ich möchte euch einfach mitnehmen, weil ich selbst auch gespannt bin, wie groß jetzt hier der Ertrag sein wird, ob sie besser als letztes Jahr wird und ob ich auch mehr Ertrag habe, als ich auch reingesteckt habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie ihr auch gerade sehen konntet, habe ich die Kartoffeltürme, die beiden, ja, abgeerntet. Also wie ihr sehen konntet, habe ich bei dem großen und bei dem kleinen das Draht außenrum weggemacht. Das ist jetzt ziemlich verbeult an der Seite. Beim den großen Kartoffelturm, da war so viel Erde und Stroh mit dabei, dass ich jetzt die Ebene hier, wo die Felsenbirnen, die Zwergfelsenbirnen wachsen, dass ich da die Erde ein bisschen zum Auffüllen dagelassen habe, damit der Boden besser wird, weil hier doch sehr verlähmter Boden ist. Das gleiche habe ich bei der Auronia drüben gemacht und die Hochbeete habe ich auch damit aufgefüllt. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, die Ausbeute beim Großen war jetzt eher mager. Da war jetzt zum Beispiel hier der blaue Schwede mit dabei oder der schwarze Ungarin. Hier mal so ein paar Kartoffeln mit dabei. Hier Mayan Twilight ist auch mit dabei. Und da habe ich halt sehr viele Kartoffeln reingesteckt und das ist jetzt ein bisschen enttäuschend für mich. Ist eine wertvolle Erfahrung, muss ich sagen, dass ich dennoch das probiert habe. Denn meine Erfahrung, die ich dann gemacht habe, als ich den kleinen Kartoffelturm abgeerntet habe, ist, da waren halt jetzt hier diese gelben Kartoffeln, könnte Annabelle die Sorte sein. Da waren jetzt ein paar größere dabei, die waren viel besser. Auch hier war auch der blaue Schwede mit dabei, waren größere Knollen, muss ich sagen. Und da muss ich dann einfach sagen, dass der kleinere Version viel mehr Ertrag gebracht hat. Und dann hat es für mich so gezeigt, weniger ist dann doch mehr oder nicht unbedingt immer auf die Größe achten. Das Äußerliche macht viel drumherum, aber das Kleine ist dann doch manchmal ein bisschen effizienter. Und das muss ich dann hier auch ganz sagen. Ich will jetzt schätzen, das sind ungefähr 3 Kilo, würde ich schätzen. Und ja, wie gesagt, ich bin für diese Erfahrungen dennoch sehr dankbar, dass ich sie machen darf. Ob es sich jetzt lohnt oder nicht, muss für sich jeder selbst entscheiden. Ich habe halt sehr viel Erde rangebracht, um die Beete zu befüllen. Hat ungefähr taglang gedauert und dann auch das Ganze wieder wegzubekommen. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und sonst bin ich dennoch zufrieden mit der Erde hier, dass ich sie auch habe mit dem Stroh. Werde ich jetzt dann noch ein bisschen verzieler mit aussehen. Und einfach als Gründung, damit sich der Humus noch mal besser aufbaut. Und sonst
ist es jetzt einfach so mein kleiner Erfahrungsbericht, ein Teil meiner Kartoffelernte von den Kartoffeltürmen, so ja, meine Erfahrung, mein Feedback. Könnt ihr davon euch selbst ableiten, ob ihr das auch machen wollt, ob es für euch jetzt lohnt oder ob ich es überhaupt richtig gemacht habe. Macht einfach am besten immer euren eigenen Erfahrungen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Erzählt auch auf Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt. Dann kommen immer mehr Leute auf mich, werden auf mich aufmerksam. Und so findet halt immer eine, ja, so wächst halt einfach mein Kanal. Mehr potenzielle Leute finden sich, die mich auch unterstützen. Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite, damit ich halt einfach weiterhin für euch, ja, Schritt für Schritt in Richtung Permakultur gehe und natürlich ich auch weiterhin für euch Videos produzieren kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch angenehme und schöne Sommertage. Die Ernten beginnen. Ich hoffe, ihr habt auch kleine, aber feine Ernten. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.